Herzlich willkommen zu unserem Kurs Wie schreibe ich eine juristische Seminararbeit? Mein Name ist Michael Börskens und in dieser zweiten Folge behandeln wir Literaturauswertung und Recherche mit der ersten Frage. Woher bekommen Sie Ihre Informationen? Nun, der klassische Ausgangspunkt ist die Recherche in einem Kommentar, bis Sie Ihr konkretes Problem gefunden haben und dann dort die Nachverfolgung der in den Fußnoten genannten Nachweise. Im 21. Jahrhundert bietet sich aber eine andere Methode an. Sie sollten einfach in einer juristischen Online-Datenbank Ihre konkrete Problematik als Suchanfrage eingeben und sich dann die Ergebnisse sinnvoll filtern, um herauszufinden, welche Informationen für Sie relevant sind. Das könnten Sie theoretisch wohl von zu Hause aus. Praktisch gibt es dafür aber ein Seminar im Juridikum. Dort finden Sie nicht nur zahlreiche Bücher, Sie können sich vor allen Dingen an den dortigen Tischen mit Ihrem Laptop in das WLAN der Universität anmelden und alle lizenzierten Datenbanken der Uni nutzen. Die zentralen juristischen Datenbanken Beck Online und Juris sind für Sie leider nicht vor den Heimzugang freigeschaltet, sodass Sie diese Datenbank von zu Hause aus nicht erreichen können. Im Juridikum können Sie die Datenbanken hingegen auf Ihrem eigenen Laptop abrufen und daher problemlos recherchieren. Welche wichtigen Hilfsmittel meine ich hier mit Online-Datenbanken? Nun, Beck Online, wo Sie im Wesentlichen Zugriff haben auf alle Zeitschriften des Beck-Verlages, darüber hinaus auf gewisse Kommentare, namentlich den Münchner Kommentar zum BGB und den Beck-Online-Kommentar zum BGB, andere Kommentare wie etwa den Staudinger oder den Ehrmann erreichen Sie nur, wenn Sie sich nach Köln begeben und sich dort bei Juris anmelden. Juris hat in Bonn nur eine begrenzte Anwendung. Sie finden dort vor allen Dingen Literaturnachweise. Juris erfasst Aufsätze aus Zeitschriften und erstellt Abstracts dazu, das heißt Kurzzusammenfassung. Den Volltext des Beitrages müssten Sie sich dann im Seminar auf Papier heraussuchen. Trotzdem ist das eine große Hilfe, denn Sie wissen dann, in welcher Zeitschrift auf welcher Seite Sie nachsehen müssen. Darüber hinaus bietet Juris aber vor allen Dingen auch Rechtsprechung. Sie finden dort also Entscheidungen von Gerichten aller Instanzen zu allen wesentlichen Fragen. Der wesentliche Trick bei der Bedienung von Beck Online und Juris ist, dass Sie einen Blick auf die linke Spalte haben, denn dort können Sie nach Kategorien filtern. Bei Beck Online, nachdem Sie eine Suchanfrage eingegeben haben, können Sie dort klicken, etwa auf Rechtsprechung, und Sie kriegen nur noch Rechtsprechungsdokumente angezeigt. Sie können klicken auf Zeitschriften, kriegen nur noch Aufsätze oder Kommentare, kriegen Sie nur noch Kommentare. Die gleiche Bedienung haben Sie auch bei Juris. Sie sehen hier die linke Spalte. Darüber hinaus haben wir eine allgemeine Möglichkeit zur Literaturrecherche über den Katalog Bonus. Da können Sie beliebige Titel oder Themen eingeben und es wird dann im Titel der Bücher nach den jeweiligen Aufsätzen gesucht. Es gibt noch weitere Online-Datenbanken, in denen Sie nach Aufsätzen suchen können. Dazu gehört etwa die Datenbank Kuselit, in der Sie in allen Fachzeitschriften im Titel des jeweiligen Beitrags suchen können, leider nicht im Volltext. Diese Datenbank ist in Bonn aber nicht lizenziert, sodass Sie auch dafür nach Köln fahren müssten. In Köln haben Sie ohnehin Zugriff auf die Beck'sche E-Bibliothek, wo Sie auch Lehrbücher finden, und auf Jurion, wo Sie einige Praxishandbücher und Kommentare finden, die es weder bei Beck Online noch bei Juris gibt. Insoweit lohnt es sich, dass Sie auch einmal in den Regionalexpress bzw. in den MRB steigen und bei Köln Süd aussteigen, denn Ihr WLAN-Kennwort für Bonn ist eine sogenannte EduRoam-Kennung, die auch im Kölner Seminar funktioniert, sodass Sie auch die dortigen Datenbanken uneingeschränkt nutzen können. Das gilt natürlich auch für die Bibliotheken in Düsseldorf oder Bochum, je nachdem,
wo sie hinwollen. Ich habe auf meiner Lehrstuhlseite einige wichtige Zeitschriften und Datenbanken erwähnt und dort notiert, wo Sie diese finden können. Im Rahmen der Recherche müssen Sie zwei Schritte unterscheiden. Zunächst das Finden der Quelle, das heißt, wo etwas zu Ihrem Thema steht. Das können Sie in der Tat mit den genannten Eures Abstracts oder auch mit der Leitsatzkartei des Beck Verlages machen. Die eine finden Sie in Juris, die andere in Beck Online. Sie merken das, dass der Aufsatz nicht abrufbar ist, weil dann nur ein ganz kurzer, ein Absatz oder zwei Absatz umfassender Text erscheint. Hinzu kommt die Datenbank Kuselit, die wir in Bonn nicht haben, die aber an allen umliegenden Universitäten abrufbar ist, sodass hier die Möglichkeit besteht, dass Sie dort recherchieren. Sie können darüber hinaus versuchen, den Volltext der Quelle online abzurufen. Im Idealfall ist das möglich, zum Beispiel auch bei ACP-Beiträgen oder Beiträgen aus JZ und JR, weil dafür eine große bundesweite Förderung der DFG vorlag. Darüber hinaus kriegen Sie auch zum Beispiel die Entscheidung des Reichsgerichts, ohne dass Sie Ihren Schreibtisch verlassen müssen, offen über den VPN-Client. Nachdem wir jetzt wissen, wo Sie Ihre Quellen herkommen, möchte ich noch eine Warnung aussprechen. Es gibt bestimmte Sachen, die Sie lieber nicht im Literaturverzeichnis aufnehmen sollten. Dazu gehört zunächst einmal Rechtsprechung. Selbstverständlich sollten Sie Rechtsprechung recherchieren und Sie sollten im Idealfall auch die amtliche Sammlung, das heißt BGHZ, und nicht die NJW-Fassung zitieren. Trotzdem kommt die Entscheidungsfundstelle nicht in das Literaturverzeichnis, sondern nur in die Fußnote. Das ist nichts anderes als bei einer normalen Übungshausarbeit. Auch Fallsammlungen sind nicht zitierfähig. Selbst wenn Sie nicht wie hier von Hämmer sind, sondern von einem renommierten Verlag, dürfen Sie diese nicht in Ihrer Fußnote erwähnen. Dasselbe gilt auch für Klausurlösungen, die in Zeitschriften veröffentlicht sind. Diese sind zwar in einer Zeitschrift, sie stellen aber keinen Aufsatz dar und sind daher grundsätzlich nicht zitierfähig. Schließlich dürfen Sie, auch wie in einer Hausarbeit, Ihre Skripten von Altmann, Hämmer oder wem auch immer nicht zitieren. Lehrbücher sind selbstverständlich zitierfähig, Skripten hingegen nicht. Da Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, sollten Sie sich auch vorrangig an wissenschaftlicher Literatur orientieren, das heißt insbesondere nicht an den Praxiswerken wie Handbüchern und Kommentaren, sondern wenn möglich an primär an Wissenschaftler gerichteten Veröffentlichungen. Das sind insbesondere Festschriftbeiträge, es sind Dissertationen und Habilitationen, das heißt wissenschaftliche Qualifikationsschriften, und es sind Beiträge in Archivzeitschriften wie ACP, ZHR oder im Strafrecht GA. Wenn Sie solche Beiträge finden, sollten Sie diese unbedingt auswerten. Eine Arbeit, die allein auf den Paarland gestützt ist, hat wissenschaftlich eher einen zweifelhaften Wert. Da es eine wissenschaftliche Arbeit ist und eben nicht eine Falllösung, bietet es sich aber auch an, fremdsprachige Literatur zu berücksichtigen oder auch Fachfremdliteratur, etwa soziologische oder ökonomische. Denn Sie können hier Aspekte einbeziehen, die eben nicht für den Richter in der Fallentscheidung, aber für den Wissenschaftler oder den Gesetzgeber bei der Gestaltung des Rechts relevant sein könnten. Anders als bei einer Hausarbeit haben auch die Gesetzesmaterialien hier einen starken indiziellen Wert. Sie können diese diskutieren, wie jede wissenschaftliche Veröffentlichung, oder auch eine Rechtsprechungsmeinung. Sie sollten also auch hier versuchen, stark das historische Element zu betonen. Gesetzesmaterialien bezieht sich hier nicht nur auf die aktuelle Fassung, sondern auch auf frühere Fassungen des relevanten Gesetzes. Sie können also hier auch Altquellen berücksichtigen. Rechtsprechung ist auf jeden Fall zu berücksichtigen, insbesondere die höchstrichterliche, weil diese oft auch sehr wissenschaftliche Begründungen hat, insoweit als sie sich mit den Literaturargumenten auseinandersetzt.
Entscheidungen der Amtsgerichte haben dagegen oft eher einen geringeren Überzeugungswert. Sie können allenfalls indizielle Wirkung haben. Anders als bei einer normalen Hausarbeit sind Sie an das Gesetz nicht gebunden, sodass Sie auch rechtsvergleichend Entscheidungen ausländischer Gerichte berücksichtigen können. Sie sollten auf jeden Fall vermeiden, Pauschalierungen, etwa die Aussage, die Rechtsprechung würde etwas so und so sehen oder der BGH würde eine Frage in einer bestimmten Art entscheiden. Sie sollten hier vielmehr genau gucken, wer die Frage zu welcher Zeit entschieden hat und daraus dann Ihre Schlüsse ziehen. Ich werde oft gefragt, wie viel Quellen sollte man denn nun zitieren? Und die Idee ist, Sie sollten alle BGB-Kommentare zitieren, die Sie finden können. Die Großkommentare dabei natürlich mehr als Kurzkommentare, also ein Münchner Kommentar sticht auf jeden Fall einen Paarland und ein Staudinger übertrifft auch immer einen Münchner Kommentar. Sie können vor allen Dingen hier auch nicht praxisorientierte Kommentare berücksichtigen, etwa den historisch-kritischen Kommentar zum BGB, und Sie können hier auch sehr weit ausholen, nämlich auch Kommentare zur alten Rechtslage. Wenn Sie weniger als drei Kommentare in Ihrem Literaturverzeichnis haben, sollten Sie noch einmal schauen, ob Sie nicht doch irgendwie einen weiteren auftreiben könnten. Sie sollten auch versuchen, größere Lehrbücher, das große Lehrbuch, was früher sehr populär war, heute aber an Bedeutung verloren hat, zu berücksichtigen. Das ist zum Beispiel das Buch von Medicus zum BGB-AT oder die Werke von Flume oder das Werk von Wolf Neuner, also früher Wolf, jetzt Neuner, und auch Larens Canaris. Solche Werke sollten Sie vorrangig berücksichtigen, denn hier ist eben eine wissenschaftliche Leistung erwartet und keine praxisnahe Falllösung. Sie sollten auch versuchen, Aufsatzliteratur zu berücksichtigen. Und zwar idealerweise mindestens vier. Vier ist aber eine Untergrenze. Natürlich können Sie auch 10 oder 20 zitieren. Sie sollten allerdings vermeiden, einen Aufsatz nur einmal zu zitieren und ins Literaturverzeichnis reinzuschreiben, weil wenn ein Aufsatz wirklich nur an einer Stelle bei einer kurzen zehnseitigen Arbeit relevant ist, dann hätten Sie ihn auch gleich weglassen können. Sie sollten also versuchen, auch relevante, einschlägige Aufsätze zu finden. Und schließlich wissenschaftliche Publikationen, habe ich Ihnen eben bereits gesagt, Festschriftenbeiträge, Dissertationen und Habilitationen, davon wäre es gut, wenn Sie mindestens drei berücksichtigen würden. Eine ganz allgemeine Frage ist, wie Sie Ihre Literaturrecherche organisieren. Und üblicherweise geht man da baumstrukturmäßig vor. Sie fangen also an mit einer Quelle und gucken sich die Verweise an, auf die diese Quelle verweist. Dann verweisen diese wiederum auf weitere und so gelangen Sie immer weiter hinein. Ab einem gewissen Punkt ist es aber sehr wahrscheinlich, dass diese Verweise wieder zurückverweisen auf etwas, das Sie eh schon gelesen haben. Dann haben Sie diese Frage erschöpfend recherchiert, denn Sie haben alle Quellen gefunden, die aus Ihrer Originalquelle auffindbar waren. Wenn Sie noch weitere Quellen bei der ersten Recherche gefunden haben, können Sie das Ganze dann für diese wiederholen. Mit der ersten Recherche meine ich hier die Suchanfrage in einer Online-Datenbank. Wenn nicht, können Sie davon ausgehen, dass Sie das Thema hinreichend recherchiert haben. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, wie soll ich das denn alles schaffen? Ich habe hier eine Dissertation zu meinem Thema, die hat 500 Seiten, soll ich die etwa komplett lesen? Nein, natürlich nicht. Es reicht kursorisches Lesen, das heißt, es reicht, dass Sie das Ganze grob überfliegen. Allerdings, wenn einzelne kurze Beiträge zitiert sind oder wenn einzelne Kapitel oder Abschnitte sich genau mit Ihrem Thema fassen, sollten Sie diesen Teil wirklich im Detail lesen. Alles andere können Sie überfliegen. Eine große Falle ist es, dass viele Teilnehmer meinen, es ginge rein um Masse und daher versuchen einfach die Fußnoten zu kopieren oder einfach eine Quelle als Nachweis für fünf Ansichten zu verwenden. Sie dürfen, ähnlich wie im Zivilprozess, nicht Hörensagen einbringen. Es gilt der Unmittelbarkeitsgrundsatz. Finden Sie denjenigen, der die Originalaussage getätigt hat,
und zitieren Sie diesen, nicht die fünf anderen Leute, die auf ihn verweisen und auch nicht die fünf Leute, auf die jemand verweist, ohne diese Quellen nachgeschlagen zu haben. Sie sollten Ihre Ideen vernünftig sortieren, entweder indem Sie diese scannen bzw. abfotografieren und als PDF-Dateien abspeichern oder indem Sie zumindest eine Tabelle machen, in der Sie Schlagworte vergeben und Seitenzahlen, Randnummern eintragen, in denen diese Schlagworte behandelt werden. Das im Kopf zu halten ist eine fast untragbare Aufgabe. Wenn Sie sich dagegen vernünftige Notizen machen, können Sie schnell hinterher die einschlägigen Quellen wiederfinden. In jedem Fall sollten Sie Copy und Paste vermeiden, denn es gilt auch hier der Grundsatz, dass Sie selbstverständlich keine Plagiate begehen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.